gebracht. Und zwar als Premiere. Als KVC-Premiere. Ganz neu, was ist es denn? Und zwar ist das ein Essigölspender von WMF, Original WMF aus der Functionet-Serie. Das ist eine Serie, die Küchenhelfer einfach nochmal neu interpretiert, farbig aufgepeppt und immer mit so einem kleinen, schlauen Kniff mit dabei präsentiert. Da bin ich aber gespannt, oder? Hören wir jetzt mal ganz genau zu. Bei WMF ist ja vor allen Dingen immer die Qualität natürlich. Definitiv, ne? Und Genuss. Ja. Und der Genuss. Wir haben ein Set, ne? Essig- und Ölspender und zwar, gucken wir mal eben hier drauf, das steht hier, also zweiteilig, ne? Damit man eben beides unterbringen kann. Und das ist, also was hier im Endeffekt so schick ausschaut, das hat aber auch richtig viel Funktion drin. Ne? Genau, richtig. Wobei ich gleich vorneweg sagen muss, es ist nicht nur ein Essig- und Ölspender, sondern ich kann letztendlich fast alles darin aufbewahren. Ja. Ich habe hier einfach ein neutrales Glas, was geschmacks- und großneutrales. Also das ist Glas quasi? Genau, es ist ein echtes Glas. Ja. Ich kann das letztendlich befüllen, wie ich möchte und kann auch meine eigenen Kräuter, Öle herstellen. Ich kann verschiedene Sachen, Honig, Essigs, verschiedene Fruchtsäfte reinfüllen. Ja. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Daniel, Sie sind gelernter Koch. Richtig. Und auch Foodblogger. Genau. Und ich glaube, das ist auch so ein großer Trend quasi, dass man wirklich hier selbst das Öl hier herstellt. Sie haben es jetzt gerade schon offen und da können wir auch noch mal eine Feinheit vielleicht erklären. Hier ist nämlich extra ein Löchlein. Warum ist das da? Genau, das ist sozusagen der Lufteinzug. Der sorgt dafür, dass ich, wenn ich ausgieße, ganz, ganz gleichmäßigen Fluss habe. Ja. Und wenn ich aber meinen Finger da drauf tue, dann unterbricht das auch. Das heißt, ich kann hier Sachen einschenken. Fein portionieren, genau. Ja, das ist eben WMF, ne? Diese tolle Qualität. Also kommen in diesen beiden Verpackungen hier mit einem, ich würde sagen, petrolfarbenem Deckel. 31 Euro ist der Preis, 882854. Was haben Sie so für Ideen für uns? Was kann man da alles Leckeres reingeben? Hier haben wir jetzt zum Beispiel ein italienisches Olivenöl mit Rosmarin noch verfeinert. Mhm. Einfach Rosmarin frisch von meinem Balkon heute Morgen noch gepflückt. Natürlich jetzt ist es schön, wenn es ein bisschen zieht. Ja. Und wenn das dann aromatisiert ist, sowas beispielsweise auf einen Tomatenmozzarella zu geben. Vielleicht möchten Sie es auch gerade mal machen. Das ist also ich kann es quasi so ein bisschen hier portionieren, indem ich, oder stoppen dann, wenn genau, ich da damit den Finger kann ich drauf stoppen, gebe. Genau. Ja. Einfach erstmal so ganz liebevoll losgießen. Essen geht das lässt sich aber sehr gut durch den Magen, genau. Ne? Das ist wirklich mal hier oben einfach den Finger drauf. Genau, und dann stoppt das sofort. Ja. Und ich habe halt kein Geschmatter. Es ist sauber. Man kennt das ja immer. Man hat in der Küche oft so riesige Flaschen, riesige Behälter. Und hiermit halt einfach, also es einfach sieht alles wirklich sehr, sehr schön edel aus. Ja. Hier auch nochmal eine Essigölmischung. Ich kann da wirklich komplett meine eigenen Dressings herstellen. Normalerweise kosten die einzeln mehr, ne? Normalerweise kosten die wesentlich mehr, da hat QVC wirklich einen absolut tollen Preis. Also als Setpreis hier. Super, genau. Ja. Und ich sehe aber, dass die Zeit ein bisschen voranschreitet und es gibt so viele Einsatzmöglichkeiten, die würde ich gerne noch zeigen. Gerne. Und zwar, ich weiß nicht, ich liebe ja zum Beispiel Kuchen und Schwarzwälder Kirsch wird ja immer traditionell mit Kirschwasser gemacht. Ja. Aber wenn man gerade jetzt Kinder hat beispielsweise, dann muss das Kirschwasser vielleicht erstmal draußen bleiben, damit alle von naschen können. Und hier kann ich das jetzt einfach im Nachhinein noch dosieren. Ja. Je nachdem, wie meine Laune ist und was es am Tag noch zu tun gibt, kann ich hier ein bisschen mehr oder durchaus auch ein bisschen weniger. Sieht das auch so schön aus, wenn ich das so auf den Tisch stelle. Das ist der Hammer. Ja. Gucken wir noch mal zu unserer nächsten Idee. Sushi zum Beispiel. Sushi, genau. Sojasauce, gar kein Problem. Wenn ich mir frisches Sushi gekauft habe, kann ich einfach das Ganze noch verfeinern hier ein bisschen mit Sojasauce. Ja. Oder auch als Milchbehälter für zum Beispiel den ostfriesischen Tee. Das ist jetzt hier noch mein Kaffee. Okay. Ich bin ja, also schwarz, ne? Schwarzer Kaffee und dann einfach für die Kaffeesahne überhaupt. Also man kann alles Mögliche da reingeben. Das ist universell befüllbar und danach auch sehr leicht zu reinigen. Einfach in Geschirrspüler, Geschirrspülfest, überhaupt kein Problem. Für meinen ostfriesischen Tee, Sie hatten es gerade angesprochen, habe ich mir vorhin noch frische Zitrone hier gepresst und werde die jetzt hier hineingeben und dann habe ich einfach wirklich ein tolles Aroma und einfach sozusagen absolut frische Vitamine, Vitalstoffe und Mineralstoffe bleiben erhalten. Also das ist unsere 882854 für 31 Euro. Tolles Geschenk auf jeden Fall. Sehr schick und wirklich auch ein tolles Geschenk. Vielleicht befüllt man es auch schon mit selbstgemachtem Öl hier. Es ist wesentlich individueller als einfach nur ein Gutschein. So kann man sagen, komm, ich habe mir Gedanken gemacht um dich. Herzlichen Dank an den Daniel für die Präsentation. Jetzt geht es weiter mit einem 5-Sterne-Set. Ja, das ist ein ganz neuer Kollege. Ich weiß nicht, ob du ihn schon kennst. Michael Haberstroh. Ich habe den schon mal ganz, gesehen. Ganz, ganz neu. Ich habe sie vorher geärgert.
Der hat mich total, der hat mir wirklich, der hat mich wirklich geil, aber ich freue mich, dass er da ist. Nein, nur ganz.